Hallo, mein Name ist Ola. Ich erzähle euch, was mir heute passiert ist. Nein, noch 5 Minuten. Also vom Anfang an. Das soll wieder ein gewöhnlicher Schultag sein. Zu spät! Der Wecker hat wie jeden Tag am Morgen genervt. Ich bin schnell ins Bad gelaufen und... Oh nein, schon wieder. Ich habe meine Zähne geputzt. Oder besser gesagt, gespült. Dann habe ich mir das Frühstück schnell gemacht. Kalte Milch ohne Müsli, leider. Es war schon spät. Naja, ich habe noch schnell etwas angezogen. Ein Loch in der Socke. Okay, das sieht doch niemand. Ich habe schon gespürt, dass heute etwas schief gehen muss. Und der Pulli war heute auch gegen mich. Kopf hoch, habe ich mir gedacht, und die Jacke angezogen. Natürlich, der Reißverschluss musste auch klemmen. Ich bin die Treppe runtergelaufen. Ich wollte doch den Bus nicht verpassen. Na klar, ich war ein paar Sekunden zu spät. Der Bus ist von meiner Nase abgefallen. Dann bin ich natürlich zu Fuß gerannt. Total nass und verschwitzt war ich fast pünktlich in der Schule. Noch kurz ablegen und ins Klassenzimmer. Die erste Stunde natürlich Deutsch und ich bin wieder verspätet. Ups, mein Rucksack! Frau Schmidt fragt mich sicher ab. Okay, tief atmen und rein.